Hi, ich bin Jan David und heute zeige ich euch, wie ihr mit Planumsätzen und ganz neu auch Plankosten im neuen HelloHQ Finanzprozess arbeiten könnt. Gucken wir uns das doch einmal gemeinsam im System an. Grundsätzlich kann ich Planumsätze, wie bisher auch, am Unternehmen, am Lead und im Projekt pflegen. Wir gucken uns das heute einmal gemeinsam am Projekt an. Es funktioniert eigentlich an allen Stellen genau gleich. Der Reiter heißt jetzt aber Finance Planning oder Finanzplanung. Schlicht und ergreifend, weil wir neben Planumsätzen jetzt auch Plankosten haben. Plankosten sind eigentlich umgedrehte Planumsätze. Das heißt, wenn ich in einem Angebot eine Position als Fremdkosten markiere, dann werden daraus Plankosten. Guckt euch dazu auch gerne unsere Videos zu den Belegdetails an. Da zeigen wir euch das einmal, wie ihr das machen könnt. Aber an sich funktioniert beides komplett gleich. Und wir zeigen das heute anhand der Planumsätze. Normalerweise oder oft kommen Planumsätze einfach aus einem Angebot. Das heißt, wenn ich ein Angebot erstelle und einen Status setze, kann ich Planumsätze erzeugen. Auch das zeigen wir euch in dem Video zum Thema Belegdetails. Wenn ich aber von Hand einen Planumsatz anstellen will, können wir das einfach hier machen in der Finanzplanung oder im Finance Planning. Dazu klicke ich hier oben einfach auf den Plus-Button. Wenn ich das tue, habe ich zwei Optionen, Standard und Time and Material. So Time and Material gleich mehr. Fangen wir mit Standard an. Hier lege ich meinen Planumsatz an. Planumsätze sind jetzt quasi wie Belege. Das heißt, ich bekomme auch ein Beleginterface, kann schon mal alle Einstellungen machen, die ich später für die Rechnung auch brauche und alles Mögliche sauber vordefinieren. Ich kann meinen Innenansprechpartner auswählen, meinen internen Kontakt auswählen. Ich kann hier unten meine Position schreiben, zum Beispiel, wenn ich wiederkehrendes SEO habe, kann ich eine Leistung hinzufügen, hole mir meine SEO-Betreuung. Ganz normal, wie ich auch Belege schreibe und die anlege. Was aber anders ist und neu ist, ich habe hier oben Planumsatzeinstellungen. Zum Beispiel kann ich eine Beschreibung eingeben. Und ich kann sagen, dass ich hier zum Beispiel ein Intervall habe, zum Beispiel monatlich wiederkehrende Zahlung, sagen wir vom 01.01.24 bis zum 31.12.24. Ich habe einen Tag der Fälligkeit. Das ist der Tag, an dem ich den Planumsatz abrechnen will. Da ist oftmals der Monat letzte oder der erste des Folgemonats. Wenn ich zum Beispiel den ersten des Folgemonats nehme, kann ich den Leistungszeitraum auch auf den Vormonat setzen, was natürlich hilft, damit der Leistungszeitraum sauber gesetzt ist. Und auch das Rechnungsdatum kann ich entsprechend einstellen, entweder auf den Datum, wenn ich die Rechnung erstelle, das Fälligkeitsdatum oder den letzten Tag des Leistungszeitraums. Wenn ich das alles einstelle, bin ich eigentlich fertig mit meinem Planumsatz und kann ihn speichern. Ich habe auch alle anderen Optionen, die ich an einem Beleg habe. Ich kann Vorschau gucken, wie Belege aussehen. Ich kann die entsprechend kommentieren, Vorlagen vordefinieren und so weiter. Was neu ist, ich habe Status und die haben eine Bedeutung. Planumsätze, die erst angeboten sind, stehen im Status quotet, also angenommen. Angebote, die bereits geplant sind, das heißt bestätigt sind, die sind als geplant oder planned. Wenn sie abgerechnet sind, sind sie billed. Ich kann sie aber auch verschieben, deferred oder die kleinen ablehnen. Wenn ich das gemacht habe, kann ich zurückgehen, zum Beispiel zu den Planumsätzen am Projekt und komme zurück und sehe jetzt hier meine monatlichen Planumsätze, die ich jetzt für das ganze Jahr aufgeplant habe und kann die ganz wie gewohnt von hier einfach abrechnen. Oder, wie wir auch schon im anderen Video zeigen, über den Rechnungslauf. Wenn ich zurückkomme in meine Übersicht, sehe ich hier ganz normal meine Planumsätze, kann sie aufklappen, sehe die monatlichen und kann sie über den Aktionsbutton entsprechend auch abrechnen. Was neu ist, ich kann Planumsätze zu jedem Zeitpunkt bearbeiten, auch wenn ich schon abgerechnete Planumsätze habe. Die, die bereits abgerechnet sind, bleiben wie sie sind und die zukünftigen werden bearbeitet. Dazu gehe ich einfach in den Hauptplanumsatz, gehe auf das Aktionsmenü und öffne die Details. Hier kann ich dann schlicht und ergreifend alles bearbeiten und anpassen. Zum Beispiel könnte ich in den Details jetzt sagen, dass ich als Preis 1500 Euro nehme, das Speichern überschreiben auf alle zukünftigen Planumsätze und gehe wieder zurück entsprechend in meine Planumsätze am Projekt und habe jetzt hier den neuen Wert für meine Planumsätze eingegeben. Die zweite Neuerung ist, ich kann Time and Material Planumsätze erzeugen. Ich gehe auf das Plus, ich wähle Time and Material aus und sage Erstellen. In dieser Option habe ich die Möglichkeit, geleistete Reportings abzurechnen und nicht vorgefertigte Positionen. Das ist insofern cool, weil ich muss nicht immer einzelne Reportings auf eine Rechnung ziehen, weil wenn ich diese Option wähle und meinen Planumsatz abrechne, was auch über den Rechnungslauf geht, werden automatisch Reportings auf die Rechnung gezogen nach Einstellungen, die ich vorher gemacht habe. Deswegen kann ich hier unten auch keine Positionen generieren. Diese werden später generiert. Ich mache hier oben die üblichen Einstellungen meines Planumsatzes mit Beschreibung, Intervall. Ich kann einen Zeitraum einstellen und kann alle anderen Einstellungen wie Tag der Fälligkeit und so weiter vornehmen. Dann habe ich Time and Material Optionen. Wenn ich hier reingehe, kann ich zum Beispiel einen Forecast setzen
wenn ich sage, ich möchte in dem Forecast 2000 Euro haben, weil ich habe ja noch keinen Wert, der kommt später erst aus Reportings. Ich kann jetzt schon definieren, wie möchte ich meine Reportings gruppiert haben, nach Aufgabe, gar keine Gruppierung und so weiter. Ich kann entscheiden, wie sie sortiert sein sollen, nach Datum, Aufgabe und so weiter. Ich kann anzeigen oder festlegen, was angezeigt wird auf der Position, der Benutzername, Aufgabenname, Reporting-Kommentare oder das Datum und ob ich einen Leistungsnachweis anfügen möchte oder nicht. Diese Option kann ich einfach speichern und meinen Time-Material-Planumsatz dann speichern und später einfach easy abrechnen und meine Reportings übernehmen. Jetzt könnt ihr also auf verschiedene Arten Planumsätze erzeugen, Standard nach Position oder Time-Material, je nachdem, wie ihr es benötigt und damit hoffentlich noch einfacher, schneller und komfortabler eure Projekte abrechnen. Plankosten funktionieren eigentlich komplett analog wie die normalen Planumsätze. Nur dass aus Plankosten oder Planumsätzen, dem Gegensatz, werden halt keine Rechnungen, sondern Eingangsrechnungen. Die Funktionsweise ist genau die gleiche, sodass ihr jetzt auch eure Kostenseite für eure Projekte viel einfacher und besser vorplanen könnt. Wir hoffen, dass damit das Management eurer Projekte und Finanzen noch viel einfacher wird und wünschen euch viel Spaß mit dem neuen Hello HQ 2.0 Finanzprozess. Bis dann!